Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Normal sollte das Video schon vor circa einer Stunde bis vor einer halben Stunde kommen, aber es gab Probleme mit der Aufnahme. Und ja, bei der Welt Rocky ist jetzt viel dazugekommen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich euch zeigen soll, was, aber heute habe ich mir gedacht, ich spiele auf einem Server, aber WLAN Verbindung habe ich. Aber nur mehr 14% Akku. Aber ja, mein Server ist nicht hier. Also muss ich doch auf Rocky spielen. 9,9 MB. Da ist viel dazugekommen. Eine Polizeizentrale. Also ein Polizei-Ding. Eine Kirche. Ein Kabelsgerater. Oldens Haus. Also Golden Styles Haus. Ich bin hier gerade auf der Polizeizentrale. Und ja, dieses Video und ab da, um auch eine goldene Mango zu werden und zur goldenen Mango Gang dazu zu gehören. Und es tut mir leid, dass ich vor ein paar, also bei dem Video ich Jolel und Rub Rub gesagt habe, Golden, damit ich mit Golden Milka zusammenspiele. Jetzt hat er sich umbenannt auf Golden Style. Das schaffe ich nicht, ins Wasser zu springen, oder? Nein. Okay. Auf Golden Style umbenannt. Ja. Und überhaupt, ja, das ist also die Polizeizentrale mit Gefängnisse, ein kleiner Schuppen, da auch noch ein Schuppen, da der Kapstungenerator, da die Kirche, sie ist nicht die schönste, ich muss zugeben. Ein Skelett, also ich bin da mal weg, und da ist ohnehin das Haus, also Leute, ich muss, ein Bahnhof steht da hinten in der Polizeizentrale, Leute, ich habe ihn mal... Ich wurde erschossen. Oh mein Gott, ich bin in ohnehin ins Haus, weil ich mich vorher hier zum Schlafen gelegt habe. Aha. Ja. Unser kleiner Zombie herrscht draußen noch immer, oder? Warte, brennen jetzt kleine Zombies auch schon? Also früher haben sie nicht gebrannt. Oh mein Gott. Nein, 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 bitte bring mich jetzt nicht um, bitte. Er wurde in dem Moment als... Warte, ist er gestorben? Ja, ist. Ich habe nämlich versucht, mit etwas anderem aufzunehmen. Also, weil bei diesem DU-Recorder die Tongeschwindigkeit und die Bildgeschwindigkeit nicht recht zusammenpasst. Wenn einer eine Idee hat, wie man die zusammenpassen machen kann, irgendwie, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich richtig, richtig freuen. Endlich mal gute Videos produzieren zu können. Und ja. Was machen wir heute? Also wir könnten uns natürlich die Stadt ansehen, aber wir können natürlich auch ein Ausweichbild bei einem Schwein machen. Oder gehen wir in die Höhle. Oder... Ja, der kommt. Sollen wir... Ja, komm, ich zeige euch die Stadt mal. Ich bin ein bisschen verkühlt, deswegen klingt meine Stimme anders. Ich hole mir jetzt schnell aus meinem Schuppen sozusagen die eine Diamantspitzhacke. Ja, das war eine Diamantspitzhacke. Ein Berg habe ich auch noch in der Tür. Und es funktioniert wirklich. Und so bekommt man unendlich Cobblestone. Ich habe es versucht, dass man einen Obsidian-Generator bauen kann, aber ja, das ist nicht gegangen. Mein Haus besteht übrigens aus toten Hirnkorallenblöcken. Ich wollte jetzt nicht auf der Zeit schön, sondern... Ja. Vielleicht machen wir dann auch noch eine kleine Ausrede. Und da ist noch der Bahnhof.
Diese Schiene geht zur Polizeizentrale. Die da. Also, die zum Akazienwald. Die zu dem einen Haus, was am Anfang schon war. Und die zum Trupp. Na, warte. Ja, die zum Haus und die zum Tropenwald. Und da habe ich noch etwas Kleines für den Schaffner gebaut. Kann sich der Schaffner auch ein bisschen spielen. Übrigens, der Schaffner bin ich. Und Leute, ich glaube, wie ich auf... Folgt mir gerne auf Instagram und Twitter, wie ich dort heiße, findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist die Ausrüstung eines Polizisten und Werkbank. Ich finde das so cool, weil in den Werkbänken da so eine Art Creeper drin ist. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht abbauen, aber wenn ich hier draufklicke, sieht man. Also der eine Creeper da. Ist ja nicht ein richtiger Creeper, aber ich weiß nicht, soll er einen darstellen? Ich weiß es nicht. Schreibt mir erstmal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass es einen Creeper darstellen soll. Den Schuppen habe ich übrigens von Lord Rubrub gebaut. Also Lord Rubrub kennt nur das eine Haus am Anfang dort. Nur das. Und das andere habe ich ohne ihn gebaut. Also das kennt er überhaupt nicht. Die Gru ist für ihn auch noch nichts. Dann habe ich ihm noch die Mantas-Rüstung gegeben. Und da ist Zellenschwellen. 10% Acken noch. Zare, ob ich, wie ich meinen Schwein, also wie ich meinen Schwein nennen soll. Um ein Pferd, weil ein Pferd habe ich auch. Jetzt wieder mal die Farm. Die ernten schnell und. Überhaupt, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe. Aber eine Kirche haben wir übrigens auch. Eine Kirche haben wir übrigens auch. Und da bin ich. Ja, und da fehlt uns auch ein Pfarrer. Ein paar Fans von mir, die ich persönlich sozusagen kenne, haben gemeint, dass ich der Pfarrer sein soll. Aber ich bin mir nicht so recht sicher. Was meint ihr, Leute? Aber jetzt sind wir mal fertig. Ich habe so viel. Na gut. Jetzt habe ich mehr rote Rüben als Ätzend haben. Leute, sollen wir dem lieben Lord Rubrub ein Geschenk machen? Na komm, wir schenken ihm die Sachen. Sie wachsen sowieso wieder nach. Der hat viel Redstone, Gold. Coole. Er hat mehr seinen Kopfwackeln. Also er ist scharfe Poleminen, die ich überhaupt nicht beachte. Und zum Beispiel, Leute, ich möchte euch was zeigen. Zum Beispiel, manche Minecraft-Spieler, die eben zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel Samenkörner haben, also Samen, die schmeißen ihn weg, weil sie ihn nicht brauchen. Aber ich bin einer, der was ihn nicht wegschmeißt. Weil, ja. Dank des langsamen Falls. Aha. Oh. Oh, falsche Tour. Und Leute. Ja. Und wenn in den Kisten etwas nicht so Gutes drin ist, dann lassen sie es in den Kisten. Und nehmen aus den Kisten nur das Nützliche sozusagen heraus. Aber ich baue die Kisten am meisten ab. Erspare ich mir Holz. Erstens. Und zweitens habe ich dann mehr Materialien. Das ist übrigens die kleine Kirche. Mit Akazienfalltüren als Fenster. Akazien-Druckplatten und dann noch Bänke. Da hinten ist der. Warte, ich stelle. Wie hoch sind hier die Chunks? Okay, die kann man jetzt nicht mehr höher stellen. Sonst hätte ich sie auf 6 gestellt, dass man weiter sieht.
dass man vielleicht sogar den Akazienwald sieht. Soll ich vielleicht ein Schwimmbad auch noch dazu bauen? Was mit dir, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. Ganz schön viele Aufgaben, die in die Kommentare schreiben müsst. Hier Frank Reitz ist auch noch hier. Also Golden Style 44 hat gemeint, wenn man könnte Herobrine's, also ja, Herobrine's Spawn, in denen man, das mache ich schnell. Leute, ich halte das für einen kompletten Blödsinn, wie er es mir erklärt hat, aber nicht meine Idee. Also, immerhin hat also Golden Style 44 gesagt, dass man ihn so spawnt. Braucht eine Ledertunika? Ich find's irgendwie, ja. Ich habe schon mal probiert übrigens und es hat nicht geklappt. Aber ich zeig's nur euch jetzt. Wo sind jetzt die Köpfe? In welcher Kategorie? Die sind hier. Eine Rüstungsstelle. Oh nein, 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 nein! Das ist, glaube ich, das Herobrine Kreuz. Oh mein Gott! Aber Leute, ich möchte jetzt nicht. Warte, kann man eigentlich? Der steht. Okay, jetzt brauchen wir eben. Ja. Und Lava eben auch noch. Mann, wie ungeschickt bin ich. So, also so hat ohnehin gesagt, das macht man nie. Nein! Also, ein Kessel sollte mit Lapislazuli gefärbt sein. Die Hose hellblau, die Tunika blau. Den Rüstungsständer davon hin platzieren, da brauchen wir die mal nicht mehr. Dann den normalen Steve-Kopf, Lederstiefel ungefärbt. Und so, damit er aussieht wie ein Steve. Und jetzt müssen wir ihn irgendwie mit einem Pisten in die Lava drücken. Es funktioniert 100 Pro nicht, Leute. Und wenn Herobrine jetzt auf meiner Welt existiert, dann werde ich verrückt. Damit ich das nicht gewusst habe. Aber ja. Nein, 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 nein. Er sollte gerade rausgehen. Okay. Müssen wir nur noch. Okay, und jetzt sollte er angeblich nach Golden Style 44 hier auf dieser Welt rumlaufen. Nein, nein, nein. Also ich bin kreativ Modus. Aber ja, Leute, dann gehen wir auf Überleben und ich würde sagen, ein Like und Abo nicht vergessen und wenn ihr euch das. Und dann sehen wir uns am nächsten Montag wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.